Ahoi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zu einer neuen Halloween-Ausgabe von Kurt Bastelt. Heute habe ich 5 einfache Halloween-Deko-Ideen für euch. Nach diesem Intro geht es dann auch schon los. Ich stelle dir nur kurz die einzelnen Projekte vor. Und ja, viel Spaß beim Nachbasteln. Beginnen möchte ich mit diesem Moosgummi-Sarg. Der hat eine Öffnung und dort kannst du dein Handy reinlegen und eine Animation abspielen, wie zum Beispiel diese Maden. Die Vorlage für diesen Sarg habe ich im Netz gefunden und habe sie an die Größe meines Handys angepasst. Das Ganze dann zweimal auf Moosgummi übertragen, 4 mm starken Moosgummi habe ich genommen. Und außerdem noch diese Streifen für die Wände ausgeschnitten. Mit einem Cutter habe ich dann ein paar Löcher reingeschnitten, sowie die Holzoptik in den Moosgummi geritzt. In einem anderen Video habe ich auch eine Gabel dafür genommen. Wenn du die ganz oft über den Moosgummi ziehst, bekommst du auch eine ziemlich coole Holzmaserung. Mit einem Lötkolben bin ich das Ganze dann nochmal nachgefahren und habe somit die Holzoptik hervorgehoben und konnte noch ein paar Details hineinbrennen. Aus 2 mm starkem Bastelmoosgummi habe ich dann diese Streifen ausgeschnitten und ebenfalls mit dem Lötkolben und dem Cutter bearbeitet und dann am Sarg befestigt. Um die Moosgummiteile miteinander zu verbinden, nehme ich Sekundenkleber. Da kannst du echt den billigsten Sekundenkleber nehmen. Ich habe den Sarg dann mit einer großzügigen Schicht schwarzer Acrylfarbe grundiert und nach dem Durchtrocknen dann mit einem Küchenschwamm braun, weiß und wieder ein bisschen schwarz aufgetragen. Damit die Oberfläche ein bisschen interessanter aussieht, habe ich etwas Heißkleber aufgetragen und dann in den heißen Heißkleber etwas Moos bzw. getrocknetes Gras gestreut. Du kannst den Sarg dann natürlich noch weiter schmücken, zum Beispiel mit so einer Kette. Und dann brauchst du nur noch dein Handy hineinlegen und deine gewünschte Animation abspielen. Okay, kommen wir zum zweiten Projekt. Diese aufgespießten Styropor-Schädel. Und ja, dafür brauchst du ein paar Äste. Und wie gesagt, Styropor-Schädel oder Kunststoffschädel, was du halt gerade da hast. Mit einem Bindfaden oder Seil deiner Wahl kannst du dann diese drei Äste miteinander verbinden. Zur Not auch mit Heißkleber noch fixieren, habe ich bei den beiden auch getan. Ich habe die Schädel etwas zu früh an diesem Holzkonstrukt befestigt, danach konnte ich sie nicht mehr so ganz einfach bearbeiten. Hätte ich vorher bedenken sollen, also mach du nicht den gleichen Fehler. Bearbeite die Schädel zuallererst und verbinde die Sachen dann miteinander. Das macht das Ganze einfacher. Wie du eben sehen konntest, habe ich noch einen schwarzen Faden drumherum gewickelt, um dem Ganzen einfach noch ein bisschen, ja, irgendwas Interessantes zu verpassen. Mit stark verdünnter schwarzer Acrylfarbe habe ich den Schädel dann etwas bearbeitet, ein bisschen mehr die Schatten hervorgehoben, einfach so ein bisschen Schmutz aufgetragen. Und mit einem feinen Schleifstein habe ich dann wieder etwas davon abgetragen, sodass ja, die Highlights zum Vorschein kommen. Du kannst dann noch, so wie ich, ein paar Skelettteile mit Heißkleber am Holz befestigen und sie dann mit etwas Acrylfarbe altern lassen. Hier kommt Nummer 3.
Das ist jetzt ein Tutorial, das hast du sicherlich schon mal irgendwo gesehen. Ich hatte nur noch eine Puppe rumliegen. Frag nicht warum. Okay, falls du fragst, ich brauche die Verpackung für einen Power Rangers Helm. Ja, ich wollte diese Puppe in einer Spinnennetz-Leiche verwandeln. Dafür habe ich sie mit Alufolie umwickelt und noch so eine Alufolienwurst drumherum geklebt. Es gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Oberfläche. Die Oberfläche habe ich ganz grob mit schwarzer Acrylfarbe bemalt, sodass noch etwas von der Alufolie durchschimmert. Und habe die Puppe dann mit diesem Deko-Spinnennetz umwickelt. Hier kommt Nummer 4 und das wohl schnellste Tutorial in diesem Video. Alles was du brauchst ist Backpapier, Heißkleber und etwas Acrylfarbe. Auch dieses Projekt hast du sicherlich schon im Netz gesehen. Viele haben sich mit Hilfe dieser Methode so Bluttropfketten gebastelt. Aber ich wollte daraus noch eine andere Variante machen, und zwar so Schleim, welcher hinter Bilderrahmen hervorquillt. Ja, dafür musst du eigentlich nur den Heißkleber auf Backpapier auftragen, ein bisschen herunterfließen lassen und nach dem Abkühlen dann in der entsprechenden Acrylfarbe bemalen. Für die Schleimvariante habe ich grün und ein giftiges Gelb genommen. Für diese eitrigen, parasitenbefallenen Eier brauchst du Eier bzw. Eierschalen. Die solltest du gut auswaschen, logisch. Und kannst dann mit Hilfe von Modelliermasse so ein paar Tentakel formen oder kleine Maden oder kleine Käfer. Eine Schlange wäre, glaube ich, auch ziemlich cool, aber da könnte man ja theoretisch auch so eine fertige Dekoschlange aus dem Bastelladen oder aus dem Spielzeugladen nehmen und die dann aus dem Ei kriechen lassen. Das hätte ich vielleicht noch machen können. Damit die Eier auch eine Basis haben bzw. ein Fundament haben, auf dem sie stehen können und nicht rumkullern, habe ich etwas Papp Späne oder so kleine Pappreste zusammengesucht vom Kratzbrett meiner Katzen. Deshalb auch die Haare. Ich bitte um Entschuldigung, ist schon ein bisschen widerlich. Für diese Variante, also dieses halbe Ei, habe ich etwas Bastelkleber hineingegeben, darauf dann etwas Watte und darauf wieder Bastelkleber. Und nach dem Durchtrocknen der Modelliermasse habe ich die Eier dann bemalt. Ich habe mich für Gelb- und Grüntöne entschieden. Hier und da ein bisschen Rot aufgetragen. Rot geht immer, Blut halt. Und mit Schwarz die Tiefen und Schatten aufgemalt. Hier habe ich dann zum Beispiel noch in die nasse Acrylfarbe die Maden gestreut, sodass sie dann auch schön festsitzen. Und dann war das Ganze fertig. Ich hoffe, dir haben meine 5 Halloween-Deko-Ideen gefallen. Und vielen, vielen Dank, dass du reingeklickt hast und bis zum Schluss dran geblieben bist. Bei Fragen hinterlass mir ruhig einen Kommentar. Wir sehen uns dann im nächsten Halloween-Video. Bis dahin, mach's gut.